Hallo, herzlich willkommen auf der Intersolar 2024 in München. Und wir nehmen euch mit auf unsere Kranich-Standtour. Daher nochmal offiziell herzlich willkommen zur Kranich-Solar-Standtour. Mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin bei uns im technischen Support für alle Fragen rund um die Technik zuständig, in der Planung, auf der Baustelle, nachher, wenn etwas nicht funktioniert, über Telefon, Ticketsystem und Co. Landet ihr gerne bei mir und den Kollegen. Wir springen einfach mal kreuz und quer durch. Wir starten hier mal links hinten bei uns auf dem Stand. Kommt einfach mal mit. So, wir fangen heute mit einer kleinen Standtour an. Das heißt, im Grunde genommen, wir arbeiten uns von hier aus bis nach hinten. Und dann kommen wir auch zu EMS, dynamische Stromtarife und so weiter. Dann gehe ich ein bisschen drauf ein. Zwar nicht speziell auf dynamische Stromtarife, aber so auf das Allgemeine. Und wenn ihr nach der Tour nochmal irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal zu mir kommen. Dann können wir in die Sippe ein bisschen drüber quatschen. Ja? Also, ihr kennt schon im Endeffekt, oder man weiß ja schon Bescheid, Gen 24, 12 kW, das soll jetzt nochmal neu rauskommen. Envy nach wie vor das gleiche geblieben, BYD-Speichen kommen jetzt zusammen. Was relativ neu ist, ist die BRC-Optimierer, wo man mit anbinden kann. Man hat auch nochmal eine zusätzliche EMS-Box für die BRC-Optimierer, wo ich ein LR-Layout erstelle, wie bei jetzt bei Tigo oder beim anderen Hersteller, wo man so kennt. Hier haben wir jetzt auch ein System, was man schon länger kennt, LG Electronics, Komplettsystem. Die gibt es jetzt auch mit 15 kW. Ja, soll heißen, sowohl den Wechselrichter, ne, der hat auch weiterhin 3 MPP-Tracker. Die Batterie gibt es in der 11H-Version mit 2 Batterieelementen drin oder als 15H-Version mit dann logischerweise 3. Jetzt dann eben auch noch in der Kombination mit einer Wallbox, die sie dazu gepackt haben, mit entsprechend Überschussladen. Hier haben wir, ich sag mal, kleine Lösung. Ne, nur insofern klein, als dass man sagen muss, es sind einphasige Systeme, einphasige Wechselrichter, die ich natürlich mit einem passenden Smart Meter auch bei uns im dreiphasigen Netz benutzen kann. Hier haben wir dann entsprechend mal ein paar kleine Geräte von Solax. Da hinten versteckt hier eben auch von Sungrow. Solar Edge, klar, kennen wir ja. Eben auch die L1er Hybride von Huawei oder auch den Sunny Boy Smart Energy. Und da steht jetzt aber auch gerade der Kollege davor. Über dem Sungrow ist auch noch der Sungrow Optimierer versteckt. Axitec, die Speicher LiS V1 oder LiS V2, je nach Leistungsklasse. Das ist jetzt hier ein LiS V1. Maximal kaskadierbar bis zu 8 Blöcke im Grunde genommen. Muss jetzt lügen, zwischen 20 und 23 kW. Den Hybridwechselrichter, was wir noch haben, zusätzlich in Kombination die BRC. Und hier sieht man die schon durch Steuerung recht easy peasy gemacht. Das heißt, ich habe meine Zuleitung jeweils, die Strings, bis zu 3 Strings, kann ich hier einfach mitfangen für die Kommunikation. DC-Anbindung, das heißt, hier habe ich keine MC4, wo ich nochmal zusätzlich durchstecken muss. Das ist relativ simpel und einfach gemacht. Wallbox von Axi mit einem Boot dabei. Das heißt, ich habe einmal ein Komplettsystem, jetzt nur rein von Axitec. Wir landen jetzt bei Goodwee, auch natürlich dem entsprechenden Komplettsystem. Soll heißen, den Hybriden, die es ja auch bis zu 29,9 kW hoch gibt, ne, mit der passenden Lynx Home F Plus Batterie, ne, bis zu 8-fach kaskadierbar um die 138 kWh maximal. Ohne Zusatzboxen, ne, entsprechend mit dem passenden Charger dazu, Überschussladung auch klar. Ne, an der Front jetzt da gerade mal nichts Neues, muss man sagen. Auch hier als Option zur Kombination die BRC-Optimierer. Hier drüben haben wir Solax. Solax-Wechselrichter mit einem neuen modellierbaren Speicher. In 2 verschiedenen Leistungsklassen, wo wir hier haben. Relativ schön, passend, Optik. Kann man auch machen. Dreiphasige Hybridwechselrichter. Plus nochmal die neuen Hybridwechselrichter. Nochmal leistungsstärkere Hybridwechselrichter.
wo dementsprechend variabel ist oder einfacher ist, dementsprechend eine große Anlage zu erstellen. Speicher mit an Bord mit dabei, auch direkt von Solax, wo natürlich dementsprechend ein bisschen etwas schöner aussehen als die D30er oder die D58er. Kann man auch machen. Wallbox von Solax bezüglich jetzt 14A. Die haben momentan noch keine eigene Einstellung. Das Einzige, was man machen könnte, aber das ist auch noch unklar ein bisschen, das wird auch hier kommen, dass es steuertechnisch dann dementsprechend geregelt wird, auf die 4,2 maximale Leistung zu runter zu drosseln, die Wallboxen dementsprechend. Und landen bei Kostal. Der Kostal Plentycore D3. Es gibt drei Leistungsklassen, die ich dann mit dem Aktivierungsvoucher von Plentycore wieder aktivieren kann. Und nachdem der jetzt auch einen eigenen Backup-Anschluss hat, direkt am Gerät, gibt es hier nochmal ein kleines Bauteil. Das ist jetzt nicht allzu Neues, aber natürlich schon irgendwo auch praktisch. Das ist ein Umschalter für die Backup-Verbraucher zwischen dem Anschluss vom Gerät und dem normalen Netz. Denn es kann natürlich mal passieren, dass so ein Gerät auch einfach mal kaputt geht, aussteigt, sich aufhängt und ähnliches. Und dann sind die Verbraucher, die direkt am Backup-Anschluss hängen, einfach mal platt und dunkel. Ansonsten, ich sag mal, Anbindung hier, wie bisher auch schon, hier wieder mal als Beispiel mit Darkseid-Heckbatterie unten dran. Die Kostal Wallbox kennen wir ja auch soweit. Wir springen wieder um die Ecke. So, Sungrow, die neue T-Serie, Hybrid-Wechselrichter-Serie, höhere Leistungsklassen, mehrere MPPs. Die Wallbox ist zwar mit angebunden, nur leider ist sie nicht momentan mit dem EMS bzw. mit dem neuen System kompatibel. Die neue Wallbox bei Sungrow, ihr könnt die, glaube ich, bei Sungrow schon sehen, 22 kW Wallbox, die ist dann von der Software bedingt her auch kompatibel danach hinein. Hier haben wir die Speicherkapazität-Erweiterung, das heißt, ich kann bei dem Wechselrichter zwei Türme erstmal erstellen. Zukunftsmusik, wie das dann aussieht mit dynamischen Stundentarife und so weiter und so fort, das sieht man dann. Hier haben wir jetzt einen neuen Player, sag ich mal, im Speicherbereich. Bekannt ist er, Trila. Ne? Kennt man bisher nur aus der Modulwelt. Da hat sich dementsprechend mal ein Komplett-Speichersystem aus dem Hut gezogen. Gibt es auch nur so komplett, soll heißen, den Hybridwechselrichter bis 12 kW und entsprechend passende Hochvoltspeicher dazu. Drei MPP-Tracker, drei separate Anschlüsse für drei Dachseiten, ist eine ganz praktische Sache. Daneben der Voronius Verto, gibt es 33 kW, ist ein bisschen der Nachfolger von der Eco-Serie, ne? Auch in Richtung Small Commercial Anwendung. SolarEdge ist bekanntlicherweise mittlerweile auch mit einer Backup-Box, ne? RWB-Serie, die Speicher auch wiederum modulierbar, je nachdem, was für Speicher ich benötige. Die Wallbox mit dabei, wie man es halt kennt, hat sich momentan noch nichts Neues getan, also nicht, dass ich wüsste, ist alles beim Alten geblieben. Wir landen hier bei Huawei. Ja. Auch bei Huawei gibt es eine Neuerung, und zwar beim Speicher. Ne. Die Luna, die ihr ja alle kennt, ne, ist ja die Luna S0. Die hat jetzt einen Nachfolger gekriegt, beziehungsweise etwas Verstärkung, nämlich die S1 Luna, die jetzt glatte 7 Kilowattstunden pro Batteriemodul hat. Bekannten Aufbau, ne, bis zu drei Batterieelemente möglich, also 21 Kilowattstunden, ist natürlich entsprechend etwas schwerer, etwas größer. Der Rest hat sich nicht geändert, sondern heißen hier die Hybride von Huawei soweit gleich geblieben. Ne, der Charger und auch die Optimierer, da wird sich zukünftig auch noch mal ein bisschen was tun. So heißt, aktuell sind es ja nur die M1-Geräte, die damit verbunden werden können, also sprich die Hybridgeräte, die mit den Optimierern laufen. Da wird es zukünftig auch neue Serien geben, ne? Also sprich hoch bis zu den 40 kW Geräten, wo die Optimierer mit eingesetzt werden sollen, und dann auch langfristig gesehen bis hoch zu den 150 kW Geräten. Kommen wir hier rüber zu Sovasolar. Sovasolar Hybrid-Wechselrichter, mittlerweile kennt auch jeder.
auch recht gut vertretbar, auch mit dem neuen Speicher, ihr eigenes Speicher besser gesagt. Jeder einzelne Modul wird alleine gesteuert. Das heißt im Grunde, wenn ein Modul ausfallen sollte, gleiche Prinzip bei Huawei, wird das eine weitere Modul weiterhin laufen. Die haben ja leider keine eigene Wallbox, deswegen haben wir mal geschaut, was es Möglichkeit gibt. Ein HD-Bad wäre eine Möglichkeit. Dann andere Bandseite, wenn wir uns mal kurz umdrehen. Hier landen wir dann bei SMA, beim großen Smart Energy Tree Power, ne, bis 10 kW mit dem Home Storage. Ne, also das sind komplette Batterieeinheiten mit integriertem BMS, die ich dann entsprechend mehrfach kaskadieren kann. Hier nebendran haben wir jetzt den neuen E-Charger. Ne, der ist schon ein bisschen vorbereitet hier auf potenziell bidirektionales Laden. Gleiche Leistungsklasse wie der alte, also sprich maximal 22 kW. Kann natürlich gedrosselt werden. Ne. Auch eine sehr schöne, einfache Geschichte gemacht. Im Grunde genommen, ich habe einen Mikrowechselrichter. Jeder einzelne Modul bekommt einen Mikrowechselrichter. Dementsprechend wird die Leistung, jeder einzelne Modul separiert quasi umgewandelt. Und zwar direkt auf dem Dach. Das heißt, ich habe hier keine DC-Leitung mehr, sondern es findet alles ein AC statt, im Grunde genommen, vom Dach runter ins Haus rein. Dadurch, dass es jetzt beim Enphase mehrere Bauteile benötigt wird, man braucht das Envoice, also das Management quasi sozusagen von einem Mikrowechselrichter. Braucht man IQ-Relais, dann dementsprechend das Comms-Kit, sprich die Kommunikation zwischen IQ-Envoice und IQ-Speicher. Deswegen hat man sich gedacht, okay, wir machen das Ganze einfacher, indem wir einfach einen Unterverteiler machen. Wir haben alle Komponenten hier dran von Enphase, sodass im Endeffekt die Installation viel einfacher fällt. Das heißt im Grunde, wann oder im Falle der Kunde einen Bestandwechselrichter oder Voranlage haben sollte, kann ich damit auch mit integrieren. Ja? Das heißt im Grunde genommen, der Speicher wird auch damit profitieren, wird auch AC geladen. Das Prinzip hier bei Enphase ist immer, über Mikrowechselrichter zu arbeiten. Das bedeutet, hier innen drinnen sind jeweils Mikroinverter verbaut. Im Falle, dass ein Mikroinverter defekt sein sollte, es wird einfach nur ausgesteckt, ausgetauscht und schon ganz weiterlaufen. Das ist die neue Speichergenerationsserie mit 5 kW. Einphasig, dreiphasiges System kann man damit erstellen. Wie ihr seht, Standfunktion oder aber Wandfunktion. Also sowohl als auch beides. Leitungen jeweils links, rechts oder aber von hinten einführbar. Manager ist mit in Kombination als Wallbox für die Überschussladung kann man mit reinmachen, da die sich momentan noch keine eigene Wallbox haben. Wäre eine Möglichkeit. Hier um die Ecke landen wir bei Carco. Der Carco ist es hier mit dem Yeti. Ja, es gibt ihn in diesem Fall wirklich. Soll heißen, der Hybrid, der NH3, ist tatsächlich mal fertig geworden. Sollte ja auch schon letztes Jahr fertig sein. Jetzt ist er tatsächlich da. Da ist relativ kurz und knackig zu sagen. Hybrid bis 12 kW, 3 MPP-Tracker, auch der. Entsprechend universelle Anbindung. In diesem Fall mal als beispielhafte eine Palantech-Batterie drunter gestellt. Dazu eine HD-Bart Wallbox. Das große Speicher. 10 kW Speicher, was recht schön ist, aber ja, 100 Kilo kann man mal tragen. Ist machbar zu zweit. Backup-Box, einphasige Hybrid-Wechselrichter. Kombination auch gleichzeitig mit ihrer eigenen Ladestation. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. So, machen wir ganz kurz. Emma kennt man ja schon bereits. Hier bei Emma bitte immer drauf aufpassen, weil wie wir es bereits schon kennen bei Huawei, man hat einen Energy Meter. Ja? Fronius, also das ist der neue quasi basierend über die Modbus TCP. Ja, das heißt im Endeffekt, ich habe eine Internetschnittstelle, ich kann meine Strommesswanne dementsprechend anschließen, je nach Anlagengrößenordnung, was man hier hat. Dementsprechend kann man hier mit dem arbeiten. EMS und auch gleichzeitig Wallbox-Ansteuerung, bis zu 2 Wallboxen übrigens, und auch gleichzeitig Wärmepumpe oder eine Heizstab-Einsteuerung, das Gateway, das Energy Meter für Enphase-Anlagen. Damit kann ich das Ganze alles ansteuern. SolarEdge hat auch ihre eigene kleine magische Wallbox mit rausgebracht auf dem Markt für die zukünftige Ansteuerung, sprich auch dynamische Stromtarife und so weiter und so fort und auch für die 14A. Hier landen wir bei Tigo. Auch Tigo hat sich ja mal hier entsprechend ein Komplettsystem dazu gepackt.
Tigo hat jetzt das hier in diese Box in der Mitte das Cloud Connect Kit komplett mit reingepackt. Und was es hier eben auch von Tigo nochmal neu gibt, ist dann entsprechend der Charger, der daneben hängt. So, über die Wand hinter uns hier schwenken wir nur ganz kurz, so klein wie sie auch ist. Sie erklärt sich fast von selber, hier kommt warm Wasser raus. Links unten der SolarEdge Hot Water Controller, so heißt ein Regler, an den ich natürlich nochmal einen externen Heizstab dran packen muss. Oben drüber der intelligente Regler der Heizstab von Ascoma. Und unten einsam und allein die Solax Adapterbox, die tatsächlich nur eine Schnittstelle bietet für die Anbindung von einer Wärmepumpe, so heißt es für den Steuerimpuls für einen Zwangslauf bei Überschuss. Rechts oben haben wir nochmal den Fronius-Ohm-Pilot, entsprechend auch ein reiner Regler, der noch einen externen Heizstab braucht. Falls ihr da irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Dinge oder irgendwelche Projekte oder Thematiken bei den Kunden, was man da machen könnte, gerne auch zu uns kommen. Ihr erreicht uns über unsere Telefonnummer und technischen Support beim Kranich oder aber über Ticketsystem bei uns im Webshop und Services. Dementsprechend alle Anfragen gerne zu uns. Wir können miteinander quatschen und eine Lösung finden. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt und für die Tour. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hoffen, wir konnten euch einen Überblick über unsere neuen Produkte geben. Bei Fragen kontaktiert euren Kranich-Ansprechpartner. Und vielen Dank für eure zahlreichen Besuche und wir freuen uns auf nächstes Jahr.